So, nochmal. Herzlich willkommen. Eigentlich wollten wir ein bisschen was über Technik erzählen. Wie man sieht, Technik hat Stolpersteine. Es ist nicht alles immer perfekt. Man muss halt gucken, wie man es irgendwie auf die Kette kriegt. Aber reden wollen wir in erster Linie mal so ein bisschen über einen Vergleich zwischen zwei Anbietern oder zwei Produktserien, nämlich einmal das Thema Citrix, einmal das Thema Microsoft. Wir haben uns da so ein bisschen aufgeteilt. Da steht Microsoft, hier steht Citrix. Und da wollen wir ein bisschen was zu erzählen. Wer sind wir und warum stehen wir hier überhaupt? Mein Name ist Nico Lüdemann. Ich mache gerade eine Ausbildung zum Slapstick-Komiker. Und da ich den noch nicht abgeschlossen habe, erzähle ich jetzt halt ein bisschen was über IT. Ich bin der Geschäftsführer der BlueQ aus Bielefeld. Ganz viele Gesichter, die ich hier so im Publikum sehe, kenne ich schon furchtbar lange. Das ist jetzt mein, also es gibt 10 Jahre, glaube ich, ZIM. Ne? Das Ding, 10 Jahre im Prinzip. Name sind Schall und Rauch. Und 9 Jahre bin ich dabei gewesen. Ich glaube, ich bin also einer von der ganz alten Garde hier. Mit mir hier vorne auf der Bühne Kollege Benny Tritsch, der sich am besten einfach direkt selber mal vorstellt. Ja, ich bin heute der Chief Demo Officer, um zu versuchen, das Ganze hier am Laufen zu halten, auch bei der Firma BlueQ. Und das wird sicherlich eine spaßige Sache. Wir beide sind in der Community sehr aktiv, Citrix Community, Microsoft Community, und sammeln da die Informationen auch von den Kollegen ein, die wir dann eben hier präsentieren. Genau. Ich habe keinen Klicker mehr. Ah, next slide, please. Genau. Also, was ist das, worüber wir reden wollen? Wir wollen eine kurze Einführung machen. Was ist im Prinzip das Szenario, über das wir sprechen? Wir können natürlich jetzt nicht, jedes Feature-Merkmal, was irgendein Produkt hat, vergleichen. Und das wollen wir auch gar nicht, weil das in Wirklichkeit nicht zweckführend ist oder nicht zielführend. Jeder weiß das, ne? Wenn man die Feature-Liste nicht so designt, dass man der Gewinner ist, hat man im Marketing irgendwas falsch gemacht. Von daher, wie gesagt, haben wir uns so ein paar Anwendungsfälle rausgeguckt. Dann wollen wir uns konkret einmal angucken, was Microsoft mit Remote Red macht, was Citrix mit Xen Desktop macht. So ein bisschen tatsächlich versuchen, anhand von Szenarien das Ganze mal gegenüberzustellen und einen kleinen Ausblick zu geben, was kommt als nächstes, also was ist eigentlich so die nächste Evolution oder der nächste Evolutionssprung, der da auf uns zukommt. Wie gesagt, Feature-Listen vergleichen ist langweilig, von daher haben wir uns überlegt, wir nutzen mal so eine kleine Analogie, um gegenüberzustellen, wie wir eigentlich die Positionierung dieser beiden Hersteller sehen. Und in Wirklichkeit gibt es nur ein Bild, was man als Grundlage oder als Analogie für diesen Vergleich nutzen kann. Nochmal. Und das ist das. Ne? Wir haben zwei große Champions, die hier gegeneinander antreten, immer wieder gegeneinander antreten. Also immer, wenn einer eine neue Version rausbringt, dann treten die quasi wieder in den Ring und man guckt halt, hey, brauchen wir Citrix überhaupt noch? Kann Microsoft das jetzt alles alleine? Und wir wissen, hinterher haben sie beide ein blaues Auge und VMware steht. Na, okay. das ist im Prinzip so das Bild, was wir so ein bisschen durchziehen wollen. Und wir haben nachher eine super, super, super coole Pointe, womit wir das Bild dann auch auflösen. Was darf ich heute sein? Wenn ich mir deine Hose so angucke, müsstest du eigentlich der Hengst sein. Nee, lass mich Apollo sein. Okay. Gut, was ich ganz kurz erzählen möchte, bevor wir wirklich einsteigen in das Ganze, was ist eigentlich das grundsätzliche Thema, über das wir uns unterhalten? Das ist eine Technologie, die schon ziemlich lange existiert. Die ist ursprünglich mal entwickelt worden von Citrix in den 90er Jahren und ist später von Microsoft auch übernommen worden. Da geht es darum, entfernte Anwendungen darzustellen und damit zu interagieren, ohne den restlichen Desktop außenrum. Das nennt man Seamless Applications. Das ist das, was da oben auch steht. Oh. Und Seamless heißt randlos. Das heißt, da wird alles weggeschnipselt um die Anwendung rum, damit man das eben dann darstellen kann. Microsoft hat im Ganzen einen sehr interessanten Namen gegeben, RAIL. Remote Applications Integrated Locally. Das hat es nie geschafft. Marketing war der Meinung, das wäre zu sperrig. Aber intern, das findet man immer wieder, diesen Begriff RAIL. Das heißt, wenn man also bei Microsoft nachguckt, nach dieser Technologie, bei MSDN zum Beispiel, wird man diesen Begriff RAIL immer wieder finden. In der Marketingwelt heißt es dann Remote App. Also das ist das Synonym dafür. Die Microsoft intern nennt es immer noch RAIL. Gut, man braucht halt ein Remoting-Protokoll, man muss eben die Anwendung zur Verfügung stellen, entweder auf einem Terminal-Server oder auf einem XenApp. Inzwischen geht es auch mit den Desktop-Lösungen, mit den virtuellen Desktop-Lösungen. Und dann greift man auf die Anwendung zu und sie sieht eben so aus, als wäre sie tatsächlich auf dem Zielgerät installiert. Da wird der lokale Desktop dafür verwendet. So, die Frage ist dann natürlich immer, warum macht man sowas eigentlich?
Ja, man geht weg, lokale Anwendung betreibt man eben nicht mehr, man verteilt die nicht mehr auf den lokalen Desktop, sondern man betreibt es eben hinten im Backend auf der Serverinfrastruktur. In dem Fall habe ich als Beispiel jetzt wirklich so die Remote Desktop oder XenApp-Lösung genommen und nicht die Desktop, wo eben mehrere Benutzersitzungen auf einer Serverplattform laufen. Und dort kann man dann eben diese Anwendungen dann veröffentlichen. Publishen von Anwendungen nennt man das. Und die Frage natürlich, was ist da dran so doll? Und die richtige, gute Idee daran ist, dass man das eben konsolidiert im Rechenzentrum laufen lassen kann. Ich habe so einige Begriffe dran geschrieben, die dafür eine Rolle spielen. Man hat mehr Kontrolle, höhere Effizienz, das ist so die Idee gewesen. Diese Cloudifizierung, man möchte Standard-Windows-Anwendung auch aus der Cloud anbieten können. Egal ob Private Cloud oder Public Cloud oder Hybrid Clouds, das soll keine Rolle spielen. Diese Technologie soll dafür verwendet werden. Sicherheit spielt da auch eine Rolle. Haben wir heute Morgen schon gesehen, dass die Sicherheit alleine nicht so einfach in den Griff zu bekommen ist. Und auch hier diese Remote Application Technologie nicht eine Sicherheitstechnologie per se, sondern da muss noch eine ganze Menge außenrum gemacht werden, wird aber oftmals so interpretiert und man möchte natürlich auf verschiedensten Client-Geräten rausbringen. Das spielt dabei eine große Rolle, auf wie vielen Endgeräten kann ich das abbilden. So, da haben wir noch ein paar Kleinigkeiten an Problemen und ein besonders prominentes Problem ist die sogenannte Z-Order von Anwendungsfenster. Das muss ich darunter verstehen. Ja. X und Y sind die Koordinaten, um einen zweidimensionalen Desktop darzustellen. Versteht jeder aus der Mathematik irgendwann mal früher in der Schule. Z ist die dritte Dimension. Ja, wir haben ja keinen dreidimensionalen Bildschirm. Trotzdem, diese Z-Order bedeutet, wie sind die Fenster übereinander angeordnet? Und das ist natürlich nicht ganz trivial, wenn man lokale Fenster mit entfernten Fenstern kombiniert. Das heißt, man hat eine lokale Anwendung. Über dieser lokalen Anwendung kann eine Remote-Anwendung stehen. Darüber kann wieder eine lokale Anwendung stehen und darüber wieder eine Remote-Anwendung. Das heißt, wenn sich das Ganze vernünftig anfühlen soll, muss das auf jeden Fall umgesetzt werden. Ganz am Anfang hat man das versucht zu implementieren, indem man einfach einen Desktop komplett auf das Endgerät geschossen hat und dann den Hintergrund durchsichtig gemacht hat. Hat aber den Effekt gehabt, dass wenn ich auf ein Fenster der Remote-Anwendungen draufklicke, alle anderen Fenster der Remote-Anwendung auch mit in den Vordergrund kommen. War nicht das, was die Benutzer erwartet haben. Das heißt, das zu implementieren, so dass ich das sauber, egal mit welchem Desktop ich arbeite, ob ich mit einem Apple-Desktop arbeite, wo ich lokale Apple, also wirklich ganz andere Art von Anwendung habe und dann zwischendrin irgendwelche Windows-Anwendungen, das muss man erstmal in den Griff bekommen. Das heißt, die lokalen Window-Manager dazu in die Lage versetzen, mit diesen zusätzlichen Fenstern umzugehen. Hat es also jahrelang heftige Diskussionen gegeben, was die beste Art und Weise ist, das zu implementieren. Heute können das eigentlich die ganzen großen Hersteller. Ich werde aber nachher doch einiges zeigen, wo es vielleicht gar nicht so gut funktioniert. Gut. Ich darf jetzt eben Apollo sein und darf einsteigen mit Remote App. Gut, die ganze Infrastruktur, die man bei Remote App braucht, sieht so aus, wie man das eben bei Remote Desktop Session Host benötigt, wenn man die Microsoft reine Lehre fährt. Das ist so eine Gesamtinfrastruktur, wie sie hier dargestellt ist. Man sieht rechts sozusagen die, die die Arbeit leisten, in der Mitte diejenigen, die für die Verbindungsaufnahme zuständig sind und links der Client, der darauf zugreift. Man sieht, das ist gar nicht so trivial aufzubauen. Man muss nicht physikalische einzelne Server für jede einzelne Rolle nehmen, man kann einiges auch miteinander verbinden, aber es ist nicht so, dass man das ohne weiteres nur auf einer einzigen Serverplattform hinbekommt. Typischerweise muss man die einzelnen Rollen wirklich auf eigene Betriebssysteme draufsetzen. Die können zwar virtuell sein, aber es ist eben nicht so, dass man eine Einzelinstallation auf einer Einzelmaschine für die Produktion verwenden kann. Das wird auch sehr heftig, wird von Microsoft nicht empfohlen, sowas zu tun und das zeigt sich auch im Alltag. Das kann man mal zum Test machen, aber sonst nicht. Sogar in der virtuellen Umgebung, die ich hier drauf habe, ist es aufgeteilt auf mehrere Server. Wenn ich das installiere, das Schöne ist, die Installation geht unheimlich schnell. Das ist wirklich Klick, Klick, Klick. Kann man durch so einen Assistenten sich durchklicken. Und dann hat man ja, so größenordnungsmäßig 8 bis 10 Dialogboxen, dann hat man das Ganze konfiguriert. Da wird man auch gefragt, wenn man schon bestehende Server hat, auf welche möchte man denn welche Rollen installieren, wenn die dann schon in der Domäne drin sind. Das ist Voraussetzung, dass die Server Domäne-joined sind. Und dann klickt man sich da durch und kann danach tatsächlich die einzelnen Anwendungen, die auf diesen Servern installiert sind,
kann man dann veröffentlichen. Das ist quasi die Dialogbox, die dazugehört, Auswählen dieser Remote-App-Programme. Und dann sieht man, dass man da einfach einen Haken setzt und danach ist es erledigt. Das kann man auch manuell machen, das hinterlegt sich in der Registry. Da gibt es auch Werkzeuge, damit man das quasi pur auf der Registry-Ebene machen kann. Aber natürlich nimmt man besser die dafür vorgesehenen Werkzeuge. Okay, so, ja, ungefähr... So 3 von 100. Ja. Liegt auch ein bisschen daran, dass jetzt VMware sich entschieden hat, in ihre neue View-Variante es zu erlauben, dass man tatsächlich gepublished Anwendungen einbinden kann. Das heißt, sie haben nicht die gleiche Lösung wie Citrix, was der Nico nachher präsentieren wird. Und damit haben die eine Lücke gehabt in ihrem Portfolio. Und dann sind die relativ clever hingegangen, haben gesagt, bevor wir das schlecht oder schnell selber entwickeln, nehmen wir doch das einfach, was Microsoft hat. Microsoft war darüber gar nicht so begeistert, weil VMware ist ein Wettbewerber von Microsoft. Und dass dann VMware einfach hingeht und nimmt die ganzen APIs, die Microsoft zur Verfügung stellt, und klemmt das an ihr ganzen Horizon View Lösung dran, das hat Microsoft ein bisschen überrascht. Also das haben wir so gemerkt. Wir haben das Ding in diesem Jahr sowohl auf dem Live-Forum nochmal gehalten, als auch auf Fassungsschi in LA. Und in LA, der Anteil der Leute, als wir gefragt haben, wer hat XMS auch schon mal installiert, war ungefähr drin. Fand ich total faszinierend. Was bei Remote App erst relativ spät dazugekommen ist, ist das Zuordnen von Benutzern. Das heißt, wenn ich Anwendungen veröffentliche, dass ich dann auch Benutzergruppen dieser Anwendung zuordnen kann. Vorher ist es so gewesen, wenn ich so eine Anwendung veröffentlicht habe, alle Benutzer haben die dann bekommen. Das war toll. Da habe ich 200 Anwendungen veröffentlicht und bestimmte Benutzer wollten nur 10 davon haben, aber in ihrem Webportal sind alle 200 gestanden. Wenn die also auf 199 Anwendungen dann draufgeklickt haben und haben woanders die Berechtigung nicht gehabt, sind sie eben dann abgewiesen worden. Aber erstmal haben sie die ganzen Icons gesehen. War nicht sehr schön, hat Microsoft aufgeräumt. Die haben da also wirklich über die Jahre so Stück für Stück diese Funktionalität mit reingebracht, die man wirklich auch braucht dafür. Die Management-Konsole, die ist, sag mal, inzwischen halbwegs hübsch geworden. Aber der Nachteil ist, wenn ich abweiche von dem, was ich vorgegeben habe über diesen Assistenten, dann fängt der Schmerz richtig an. Weil mit dem Assistenten kann ich beispielsweise einen einzigen Broker aufbauen. Wenn ich aber das Ganze redundant haben möchte, das heißt Ausfallsicherheit implementieren, dann wird es echt aufwendig. Also das tut dann wirklich weh. Da ist sogar unter den Experten, die sich mit dem Thema beschäftigen, sind dann ganze Mailinglisten, wo sich gegenseitig verraten wird, wie man das hinbekommt, wo man überall Zertifikate einspielen muss, weil das muss man dann an jeder Ecke, und welche Datenbanken und welche Lasten und so weiter und so fort. Das ist dann also wirklich eine Geheimwissenschaft. Und da macht es einem Microsoft dann wirklich schwer, quasi etwas in eine wirklich Breite zu bringen. Die Skalierbarkeit ist da, das funktioniert, aber der Aufwand, es selber so zu implementieren und zu konfigurieren, ist sehr hoch. Ja, man hat dann eben auch ein Web-Frontend, das, was ich vorhin schon beschrieben habe, was am Anfang einfach alle Icons reingepumpt hat. Das weiß inzwischen, wenn ich mich anmelde, welche Anwendungen für mich freigegeben sind. Da kann ich inzwischen auch Hierarchien einrichten. Das gab es vorher auch nicht, da gab es keine Unterverzeichnisse. Und ich habe also alles quasi in der Homepage gehabt, konnte das nicht ordnen. Das ist jetzt alles geregelt. Also von daher sieht das ein bisschen 90er Jahre designmäßig aus, aber immerhin. Also es gibt Hübscheres. Wer hat denn schon mal mit Remote App und Desktop Connections gearbeitet? Einer, zwei, drei, ein halber. Ja. Also es ist so, dass das tatsächlich existiert und fast niemand weiß es. Auf jedem Windows ist das drauf. Und man hat damit eine Verbindung zu diesen veröffentlichten Anwendungen. Auch da muss man wieder ein Zertifikat hinterlegen. Und dann sieht man, aha, der hat also rausgefunden, dass 7 Programme für mich zur Verfügung stehen. Ich bin da verbunden. Das ist ein Webfeed, was dahinter steckt. Schlussendlich sagt
dieser RDSH-Server erzählt dann über Webfeed den angeschlossenen Clients, hör mal, für dich als Benutzer stehen diese Anwendungen zur Verfügung. Die sind dann auch im Startmenü / in dem Startbildschirm zu finden. Und man kann dann draufklicken und die laufen los, wenn man das einmal eingerichtet hat. Aber man sieht, das weiß eigentlich niemand. Das ist ein extrem gut gehütetes Geheimnis von Microsoft. Keine Ahnung, warum sie das niemandem verraten. Also, wenn man es mal eingerichtet hat, es funktioniert ganz hervorragend. Also, es ist erstaunlich. Die Clients, die unterstützt werden, ja, man sieht, dass Microsoft die Philosophie verändert hat, was ein akzeptiertes Endgerät ist. Eine ganze Weile hieß es, also viele Jahre hieß es, alles, was nicht Windows ist, existiert nicht. Und erst vor etwa anderthalb Jahren haben sie sich dann entschieden, es gibt ja doch andere Hersteller, die tatsächlich erfolgreich Client-Geräte verkaufen. Also man hat dann offiziell Apple wahrgenommen, man hat offiziell wahrgenommen, dass es einen Markt für Android gibt und hat dann mit der Firma iTap ein Unternehmen gekauft, was solche RDP-Clients für diese Plattform schon gemacht hat. War ganz peinlich für Microsoft, weil sie konnten auf Windows RT, konnten sie das nicht, was sie dann auf einmal auf dem iPad konnten, also auf dem Surface RT, haben sie das nicht gekonnt, was sie auf einem iPad konnten und auf Android-Tablets. Da mussten sie selber dann erstmal entwickeln, um hinterherzukommen. Und inzwischen bekommt man das für diese ganzen Plattformen. Also das ist schon mal ein großer Durchbruch, dass Microsoft jetzt sagt, okay, wir haben akzeptiert, dass es da draußen auch andere Endgeräte gibt und wir wollen da halt irgendwas Windows-mäßiges draufschießen. Ja, der war furchtbar. Es gab das nicht für Published Applications. Das hat nicht funktioniert, nur ganze Desktops. Also das ist ein großer Unterschied. Man hat also erst jetzt die volle Funktionalität da implementiert. Und an der Stelle möchte ich es übergeben an, oh Gott, was packt er jetzt aus? Mach das Mikro wieder an. Ah. Ich hoffe, dass das... Soll ich meins mal ausmachen dabei? Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht. Das hat sich gerade bewährt. Wie bitte? Was ist mit Windows? Klasse Frage. Ja, Sie haben es jetzt implementiert. Es ist gerade dabei, fertig zu werden. Es war die letzte Plattform, die Sie unterstützt haben und haben sich auch entsprechend schwer getan. Es, sagen wir mal so, vom Formfaktor her ist es auch das ungünstigste, weil wir echte Windows-Anwendungen auf dem Windows Phone sich anzugucken, damit zu interagieren, ist schwierig. Also mein persönlicher Favorit ist Excel. Aber gut, das ist ja, also ich meine, wir sind alle Techniker, wir sind nicht hier, um die Sinnfrage zu stellen. Ne, es muss gehen. Das reicht. Man muss es zeigen können. Okay, kommen wir zum Thema Citrix. Also, Citrix hat aus meiner Sicht in den letzten Monaten einige ganz, ganz, ganz faszinierende Züge gemacht. Einmal, was die Produkte angeht und was eine brillante Marketingleistung angeht. Diese Produkte anzukündigen und den Leuten zu erzählen, was denn jetzt welches Produkt ist und wie es funktioniert. Ich weiß nicht, wer sich so ein bisschen mal mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt hat. Ich möchte da mal mit anfangen, um überhaupt erstmal eine Grundbasis von Klarheit zu schaffen und möchte da auf ein sehr, sehr, sehr faszinierendes Projekt verweisen, nämlich Zendingens. Und ich habe mir vor ein paar Jahren mal die Mühe gemacht, angefangen, Bücher zu schreiben über Citrix-Produkte. Ja, hätte Benny jetzt auch groß die NT4 Terminal Server Bücher rausholen können, aber NT4 kennt ja keiner mehr. Ja, früher war die Welt in Ordnung. Da gab es irgendwie Presentation Server. Ich hab den Klicker in der Hand genommen. Verdammte Hacke. Dann musst du dich da hinstellen. Nee, ich gebe dir mein Mikro. Das ist ein Profi-Eindruck, den wir hier machen. Ne? Das Handmikro. Pass mal, wer probiert? Okay, schalt deins mal aus. Hört man mich? Super gut. So. Wissen alle, wofür das CEO? Chief Entertainment Officer. Also, ist das die Server? Dann hat man gesagt, okay, XenApp ist ein total Name.
Xen Desktop für immer, alles was dann so ein bisschen umgeht. Und noch ein weiterer Kollege. Das ist mal angekündigt worden unter Xen Desktop 7. Ich hoffe, dass das alle schon gekauft haben. Ist in dieser Form nie erschienen. Ja, also gerade wenn es immer so weit war, dass man gedacht hat, okay, wir wären jetzt so weit, dann gab es eine Version 7.1. Dann war 7.5 total State of Art. Mit 7.5 hat Citrix sich überlegt, dass dieser Name Xen Desktop zwar cool ist, aber im Prinzip wäre es ganz geschmeidig, Xen App wieder einzuführen. Xen App wiederum, ja, ist irgendwie ein ganz cooler Name, aber Xen Desktop sollte natürlich als Marke trotzdem weiterhin implementiert bleiben. Und ja, in der Version ist es da. Es wäre sehr, sehr freundlich, wenn das möglichst viele Leute erwerben. Es macht sich auch gut, wenn es in zweifacher oder dreifacher Form irgendwo im Schrank steht. Nur so als kleiner Hinweis. Und man muss es schnell kaufen, denn angekündigt ist, ups, da war ich ein bisschen zu schnell. Angekündigt ist die Version 7.6. Die wird jetzt nächste oder übernächste Woche auf die Straße kommen. Das Buch ist aber so generisch geschrieben, dass man das auch trotzdem noch dafür dann verwenden kann. Ha? Habe ich vorgeschlagen, wollte der Verlag nicht. Ich wollte es eigentlich nennen, Xen Desktop und Xen App immer irgendwie aktuell. Weil es geht ja auch um die Basisarchitektur und ich meine, was ändert sich da schon? Ne? Dieses ganze FMA-Zeug und so, wer braucht das denn? IMA, das ist unser Ding. So. In Wirklichkeit heißt das Ding Metaframe. So. Das musste mal gesagt werden. Okay, nein, aber Spaß beiseite. Es hat sich tatsächlich einiges getan, was die Architekturen angeht. Das heißt also auch Xen App hat im Prinzip jetzt Xen Desktop Architektur übernommen. Man sieht auf den ersten Blick, ohne dass wir jetzt jede einzelne Komponente hier durchsprechen oder ich die jetzt abfrage, dass es gewisse Parallelen gibt zu dem, was der Benny vorhin schon im Microsoft-Umfeld gezeigt hat. Das heißt, es gibt eine Brokering-Komponente, unsere Delivery-Controller. Es gibt Worker-Komponenten, sei es halt Xen App oder sei es Xen Desktop, auf dem wir arbeiten. Und zusätzliche Technologien, die halt dafür da sind, das Ganze nach außen zu veröffentlichen. Also Stichwort sowas wie Storefront oder Webinterface. Das ist ja auch noch nicht so richtig geklärt, wie lange es da jetzt welche Komponente noch gibt. Oder eine Netscaler Gateway, Provisioning Services und alles, was da so hinterhängt. Das heißt, auch hier haben wir eine recht umfangreiche Infrastruktur, die in der Theorie sehr, sehr, sehr stark skaliert, in jede Richtung skaliert und eben auch als Zielstellung hat, natürlich so Sachen zu adressieren wie eben Multimandantenfähigkeit und alles, was dahinter steckt. Jetzt hatte Benny vorhin gesagt, im Microsoft-Umfeld, da macht man so ein bisschen klicky-klicky und installiert eine Rolle und dann ist das Ganze da. Meiner Meinung nach ist das bei Citrix deutlich cooler gelöst. Da gibt es nämlich auch Masken, aber die sind bunt. Und man hat jetzt tatsächlich eine Maske im Prinzip für die Installation sowohl von Xen App und Xen Desktop. Man kann dann einfach auswählen, was passiert. Das Coole ist, wenn man dann diese Installation auswählt, wird exakt der gleiche Installationsassistent aufgerufen, aber da oben steht dann Xen Desktop, wenn man Xen Desktop auswählt. Es ist aber ansonsten exakt der gleiche Assistent. Da hat sich jemand im Marketing extrem verewigt. Ich weiß nicht, ob das einer so ein bisschen verfolgt hat, die Personalien bei Citrix. Es gab halt ein knappes Jahr einen neuen Marketingleiter, total cool, ist gekommen, hat Produkte umbenannt, hat Logos geändert und jetzt ist er wieder weg. Aber er hat sich einen Meilenstein gesetzt. Das muss man erstmal schaffen, das finde ich. Der war klasse, oder? Der war klasse. Hat er immer schön gezeigt. Der war schwer beeindruckend. Meine Fresse, der konnte nicht sprechen, aber wenn der auf der Bühne stand, ey, dann wird es dunkel. So. Also wie gesagt, es gibt halt Installationsassistenten, die man durchlaufen lassen kann. Wenn man das so aus dem Microsoft-Umfeld kennt, wie gesagt, ne, dann installiert man halt eine Rolle oder Features. Wir haben bei Citrix halt mehrere Funktionalitäten, die da durchlaufen, die aber deutlich einfacher und geradliniger zu installieren sind, als wir das aus dem Microsoft-Umfeld kennen. Ich habe das hier mal kurz veranschaulicht. Das ist jetzt eine Komplettinstallation von einer Xen Desktop-Umgebung inklusive aller Komponenten in 30 Sekunden. Also man sieht, das ist im Prinzip sehr, sehr, sehr geradlinig. Und dann ist es fertig. Ist das nicht cool? Ist das nicht total cool?
Was haben wir damit installiert? Das Schöne ist, sind alle Schritte wirklich dabei, nur halt schnell ablaufen lassen. Also man geht da wirklich, also wir nehmen das selber so, um die Schritte wieder nachzuvollziehen. Das ist ganz prima. Also wir haben exakt alles das installiert, was wir hier auf der Folie sehen. Das ist ziemlich cool. Der Netscaler fehlt, ist richtig. Netscaler fehlt, ja. Aber den gibt es ja für Windows noch nicht. Das war in Wirklichkeit der Test. Wer kann in 30 Sekunden nachvollziehen, was tatsächlich installiert wurde und was nicht installiert wurde? Okay, Spaß beiseite. Also das haben wir im Prinzip alles dann drauf. Was ich persönlich sehr, sehr, sehr faszinierend und nach wie vor cool finde, ist, dass Citrix als Zweitanbieter es schafft, Features und Updates und Funktionalitäten und benötigte Softwarekomponenten automatisch zu installieren, was Microsoft für seine eigenen Produkte nicht schafft. Wer mal einen Exchange-Server oder einen SharePoint installiert hat, weiß, wovon ich spreche. Na? Man kriegt zwar eine Liste mit Links, die dann nicht mehr aktuell sind, wenn man das Produkt installieren will, aber irgendwie fummelt man sich da durch. Hier tatsächlich, mal abgesehen davon, dass es viele Schritte sind, ist das Ding nachher installiert. Das ist eigentlich ziemlich cool. Andererseits macht man die Installation natürlich nur einmal idealerweise und dann geht es halt darum, wie verwalte ich das Ganze. Und das ist eigentlich das, wo dann tatsächlich sich wieder auszahlt, dass wir die Architektur geändert haben. Das ist mal so ein Gesamtbild über das, was wir im Citrix-Umfeld als FMA, also FlexCast Management Architektur haben. Das heißt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit, im Prinzip von gestreamten VHDs auf beliebige Endpunkte bis zu virtuellen Umgebungen eigentlich alles betanken zu können mit den gleichen Komponenten und mit den gleichen Management-Funktionalitäten oder technologischen Grundsätzen. Das ist extrem geschmeidig und das ist auch der erste Punkt, wo man eigentlich sieht, dass der Vergleich, den wir hier eigentlich gerade machen, so ein bisschen hinkt, denn in Wirklichkeit können wir uns jetzt nur mit dem vergleichen, was wir hier in Rot umringelt haben, oder das ist das, was wir eigentlich vergleichen, also tatsächlich Terminal-Server-Technologie, auf der wir dann halt aufsetzen. Wo fängt die große Stärke an, wenn es darum geht, das Ganze tatsächlich auf die Kette zu bringen? Also alles, was jetzt irgendwie Grafikfunktionalitäten sind und Clients und all solche Sachen, das ist natürlich alles interessant. Aber gerade das, was ich vorhin gesagt habe, wenn es um Multimandantenumgebung geht oder große Umgebung oder skalierende Umgebung, dann ist der eigentliche Kick eigentlich an der Stelle zu finden, wenn es darum geht, wie verwalte ich denn meine Ressourcen und wie veröffentliche ich diese Ressourcen nach außen. Und da ist eine Sache im Prinzip jetzt mit der FMA-Architektur neu hinzugekommen. Das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass ich halt irgendwelche Agenten, also meine Worker-Rollen, nach außen veröffentlichen möchte, werden Terminal-Server und VDI-Systeme mittlerweile gleich behandelt oder auch gleich adressiert. Das heißt, ich habe zum Beispiel meine Windows 8-Systeme, 2008 oder 2012-Systeme, auf die nachher meine Benutzer verwiesen werden sollen. Und ich muss nicht, wie früher unter XenApp halt, Komplettinstallationen auf einem 2008 oder 2003-Server machen, sondern ich bringe tatsächlich jeweils immer nur genau diese Agentenkomponente, den VDA, auf das Zielsystem auf, um dann in der Lage zu sein, das System sowohl zu verwalten, wie eben auch mich über HDX bzw. ICA auf das System zu verbinden. Der zweite Schritt ist, dass ich hingehe und die Systeme, die ich halt als Zielsysteme für meine Benutzer verwenden möchte, in Kataloge zusammenzufügen. Das heißt also, Systeme, die gleichartig oder ähnlichartig sind, zusammenzufassen, zum Beispiel eben meine VDI-Systeme in einen, ich nenne ihn einfach mal VM-Katalog, oder eben meine Terminal-Server-Systeme in einen Terminal-Server-basierten Katalog. Das Coole daran ist, dass ich tatsächlich in der Lage bin, hier zum Beispiel auch zu mischen. Das heißt also wirklich zu sagen, ich habe einen Katalog, in dem Systeme unterschiedlicher Herkunft zusammengefasst werden können. Das ist was ich im reinen Microsoft-Umfeld zum Beispiel nicht habe. Da kann ich zwar auch quasi Kataloge bilden, das müssen aber einheitliche oder identische Maschinen sein, also vom gleichen Typ, während ich hier halt in der Lage bin, das Ganze zu mischen. Es geht sogar noch eine Stufe weiter. Die Inhalte meiner Kataloge kann ich dann in meine eigentlichen Veröffentlichungsgruppen aufnehmen. Das heißt also zum Beispiel sowas wie VDI-Maschinen könnte ich in einen erweiterten Desktop einbringen, wo ein Benutzer halt mehr Möglichkeiten drauf hat, als halt in der Terminal-Server-Umgebung. Terminal-Server wiederum eben auf Standard-Desktops zu verweisen, aber auch hier, falsche Taste, aber auch hier die Möglichkeit an der Stelle tatsächlich wieder Ressourcen aus unterschiedlichen Katalogen miteinander zu verbinden. Das ist extrem sexy, wenn es halt um Multimandantenumgebungen geht, dass man wirklich sagen kann, hey, wir mischen unterschiedliche Ressourcen, die vielleicht oder wo vielleicht diese Systeme hier vorne von unterschiedlichen Personenkreisen zum Beispiel erstellt oder verwaltet werden. Jetzt hat Benny vorhin was über Anwendungen installiert, können wir Anwendungen auch noch veröffentlichen? Nein.
wir haben da nicht nur ein Windows-Phone, auf dem wir uns verbinden, sondern wir haben den kompletten Desktop und da drin dann Excel. Nein, natürlich können wir auch noch Anwendungen veröffentlichen. Das heißt also zum Beispiel eben unser Excel, was wir als Beispiel hatten, kann ich tatsächlich nach wie vor veröffentlichen. Was ich berücksichtigen muss, ist, dass es dafür halt einen eigenen Delivery Group Typ gibt, den ich als Grundlage dafür nehmen muss. Also entweder tatsächlich direkt Application Delivery Groups oder es gibt Delivery Groups für Desktops und Applications, mit denen kann ich halt mischen. Und auch hier wieder natürlich die Möglichkeit, auch einzelne Anwendungen zu veröffentlichen, eben aus einem VDI-Szenario, also sprich Windows 7, Windows 8 System. Wer bei dem Video vorhin aufgepasst hat, wir haben keine Desktops veröffentlicht in dem Video, sondern nur Anwendungen. Ja. Also genau dieses durchgezogen. Ja. Und wer so richtig gut aufgepasst hat, hat sogar gesehen, dass wir alles auf dem gleichen System installiert haben. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass Worker und Controller-Komponenten auf dem gleichen Server sind. Es ist eine Single-Server-Installation. Offiziell darf man da gar nicht drüber sprechen, dass das geht, aber das funktioniert genauso, wie es halt unter XenApp 6.5 oder vorher auch noch funktioniert hat. Wie bin ich eigentlich in der Zeit? Fürchterlich wahrscheinlich, ne? Das geht noch? Okay, gut. Super. Wenn wir halt anfangen, Delivery Groups zu erstellen, beziehungsweise auch die zugrunde liegenden Kataloge zu erstellen, vielleicht noch eine Sache, die neu ist, die für den einen oder anderen interessant sein könnte, das ist halt die Möglichkeit, dass wir unterschiedliche Hosting-Plattformen mittlerweile unterstützen, während Microsoft im VDI oder im Virtualisierungsumfeld halt sehr stark auf Hyper-V fokussiert ist, haben wir hier schon länger die Möglichkeit, Hyper-V, XenServer und vSphere zu nutzen und seit der Version 7.5 tatsächlich auch Cloud-Plattform EC2 oder physikalische Maschinen per SCCM Wake on LAN mit in das ganze Szenario einzubinden. Ich kenne ehrlich gesagt keinen, der das so richtig produktiv tut, Stand heute. Aber da zielt wieder Regel 1, es ist schön, wenn es geht. Ja. Es wird aber nachher an einer anderen Stelle noch wichtig, wenn wir in unseren One More Thing Teil nachher reinkommen. Ja, aber auch da kenne ich ehrlich gesagt keinen, der das nutzt. Nee. Echt? Ich kenne einen, der das nutzt. Okay. Wie gesagt, das ist die Auswahl der Delivery-Gruppen, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass wir uns da halt entscheiden müssen, was für eine Art von Delivery wir da erstellen wollen. Und ab da sieht es in Wirklichkeit sehr, sehr ähnlich so aus wie das, was wir vorhin auf der Microsoft-Seite auch schon gesehen haben. Das heißt, darüber können wir dann halt auswählen, welche Anwendungen wir wie nach wohin veröffentlichen wollen. Sehen tun wir das Ganze dann hinterher eben zum Beispiel auch in einem Webinterface, also sprich unser Storefront, was man jetzt ja so als State of the Art im Prinzip nutzt, ist nicht ganz so 90er Jahre mäßig wie das, was Microsoft hat. Ich persönlich finde, das sieht ein bisschen nach Austin Power 60er Jahre aus mit den Blasen. Aber da ist ja immer mal wieder im Gespräch, dass es so ein Customizing-Kit dafür geben soll, dass man dann halt nicht nur Blasen, sondern vielleicht auch Fußbälle oder so da einbinden kann. Ich weiß es nicht. Man kann auch Favoritenlisten definieren, die dann automatisch im Prinzip da drin erstellt werden. Aber die Idee ist eigentlich, dass der Benutzer ja ein mündiger Benutzer ist und selber weiß, welche Anwendung er nutzt. Also diesen Benutzer, den ich früher, als ich noch im Support gearbeitet hatte, ne, der ja nicht mit Excel gearbeitet hat, sondern mit dem dritten Icon in der zweiten Reihe von links. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Tabellen in Word, super. Ich habe auch viele Leute, also auch mein Vater ist so einer, der hat Briefe in mein Excel geschrieben, weil man dann keine Tabs machen musste, was im Prinzip ganz pfiffig ist. Nein, aber das ist ja die Idee. Ne? Wir sprechen immer mehr über Consumerization, mündige Bürger, unterschiedliche Arten von Endgeräten und insofern ist die Idee, dass der Benutzer sich das alles selber zusammenklickt. Ist in Wirklichkeit für 90% der Benutzer totale Utopie, aber das Coole ist, dass es auf allen Endgeräten gleich aussieht. Das ist tatsächlich cool. Das muss man neidlos anerkennen. Das ist ganz schick. Womit wir, wenn wir über Endgeräte reden, in Wirklichkeit auch schon über das ganze Thema zur Verfügung stehende Clients sprechen. Wir können alles. Wir können Gott und die Welt. Irgendwie kriegen wir es immer dran. Ich weiß nicht, wer noch diese Nokia Communicator kannte, die man so aufklappen musste und so. Selbst dafür gab es halt oder gibt es einen ICA-Client. Der konnte sogar schon Z-Order. Wie gesagt, die Sinnfrage brauchen wir überhaupt nicht durchdiskutieren. Aus meiner Sicht gibt es überhaupt keinen Grund, ein Endgerät zu nutzen, wo kein Apfel drauf ist. Aber wer weiß. Ne? Da sind wir also wirklich in jede Richtung extrem flexibel. Fassen wir es bis zu dieser Stelle mal zusammen. Müssen wir jetzt wechseln wieder hier? Ich versuche das mal. Du bewegst dich einfach wenig. Ich halte es in der Hand.
Ja, wir haben jetzt hier eine Vergleichstabelle erstellt und gucken uns eben an, wie sieht es aus zwischen Remote App und eben Citrix Seamless Windows und Published Applications. Und man sieht, klar, die unterstützten Client-Plattformen, hat der Nico ja gerade gesagt, da ist also wirklich die Citrix-Seite sehr, sehr stark, wobei manchmal laufen die Funktionen der einzelnen Varianten auseinander. Das heißt, man hat nicht exakt den gleichen Receiver auf dem einen Endgerät, den man vielleicht auf dem anderen Endgerät hat. Das ist für die Benutzer oft ärgerlich, weil sie erwarten etwas, was passiert, und dann passiert es eben nicht in der gleichen Art und Weise, obwohl Storefront beispielsweise gleich aussieht. Aber dann hinten dran passiert eben nicht das Gleiche. Installation und Konfiguration, haben wir ja einiges dazu erzählt. Ja, die initiale Installation auf der Microsoft-Seite ist klasse. Das ist wirklich ein paar Klicks und dann habe ich das zusammen. Bei der Citrix-Seite muss ich eben diese insgesamt 50 Installationsschritte, es waren etwa 50 Installationsschritte, die wir in dem Video drin hatten, die muss ich durchlaufen. Aber hinterher, um das Ganze nach in die Breite zu bringen, da brauche ich gar keinen zusätzlichen Aufwand mehr im Grunde. Ich habe das alles schon in dieser Management-Oberfläche drin. Ich ordne da einen neuen Server hinzu und dann passiert das Ganze. Und bei Microsoft, wie ich vorhin das schon beschrieben habe, ist es sehr schmerzhaft, so etwas zu machen. Also Scale-Out-Szenarien durchzuführen, das ist wirklich heftig. Die zentrale Verwaltung ist bei Microsoft eine einzige Katastrophe, weil man hat einfach nur diesen Server-Manager und der ist nie dafür gedacht worden, in einem großen Geschäftsumfeld eingesetzt zu werden, sondern um eine Einzelmaschine zu installieren und vielleicht kleinere Gruppen von Maschinen zu verwalten. Also wer schon mal versucht hat, auch eine größere Anzahl von Benutzern, die eben auf RDSH-Server, auf Terminal-Server zugreifen, mit dem Server-Manager zu verwalten, der weiß ziemlich genau, wie aufwendig das ist. Das ist also wirklich kein Spaß. Und da hat man da eine ganz andere Möglichkeit auf der Citrix-Seite. Das muss man ganz klar sagen. System Center steht deswegen auch in Klammern, weil natürlich wäre System Center die natürliche Stelle, wo man solche Management-Werkzeuge integrieren würde. Aber System Center konzentriert sich sehr stark auf das Verteilen von Systemen, aber leider nicht auf das Managen von den Systemen hinterher. Auch die Monitoring-Komponenten nutzen wir da wenig. Also ein System Center Operations Manager hat keine Komponenten drin, um beispielsweise VDI oder Terminal Server Umgebung zu verwalten. Auch der System Center Virtual Machine Manager ist nur dafür gedacht, um erstmal solche Infrastrukturen zu erzeugen, aber nicht sie hinterher zu managen. Man hatte also wirklich eine massive Lücke, das hinterher zu betreiben, und da ist Citrix deutlich besser. Also nicht falsch verstehen, ne? wenn Microsoft die sagt, hey, man kann das alles mit System Center machen, natürlich kann man das alles irgendwie mit System Center machen. Der Kick ist genau das, was da im Prinzip drin PowerShell. Steht. Also man kann Gott und die Welt halt über PowerShell verwalten, ja. Und wenn ich PowerShell natürlich irgendwo einklinke, dann habe ich natürlich wieder diese Funktionalitäten. Die Frage ist ja immer, wo setze ich auf und wie weit möchte ich denn komplett Entwicklungsarbeit in so ein Thema reinstecken? Und das ist halt das, wo wir sagen, hey, im Citrix-Umfeld, ob man das jetzt mag von der Konsole und vom Design her oder nicht, aber Director und Studio sind halt genauso ausgelegt, dass ich eben einmal die Funktionalität habe und zum anderen aber auch tatsächlich zum Beispiel sowas wie administrative Rollen auch schon abgebildet sind. Also genau dieses Szenario. Ich habe einen First-Leveler, der nicht weiß und auch vielleicht gar nicht wissen soll, wie die darunter liegende Architektur ist, aber einfach in der Lage sein soll, eine Benutzersitzung zurückzusetzen oder zu gucken, warum der Benutzer vielleicht gerade keinen Ton hört oder warum Flash nicht beschleunigt wird. Das sind halt Sachen, die da alle schon mit drin sind. Da suchen wir bei Microsoft ewig, bis man sowas findet. Ja. Und wo man auch ganz deutlich sieht, in welche Richtung Citrix sich weiterentwickeln will. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Also ohne den siebten Dan in PowerShell ist bei Microsoft fast nichts möglich. Also von daher muss man da wirklich sehr massiv in die Ausbildung in PowerShell investieren. Unterstützte Medienformate, ja, Microsoft hat extreme Schwächen, wenn es um OpenGL-Anwendungen geht beispielsweise. Ist also so die Feld-, Wald- und Wiesendinge, die bei Microsoft als Formate da sind, die werden natürlich prima unterstützt, inklusive DirectX. Das ist bei Citrix ganz anders. Die haben sich von vornherein quasi über das gesamte Spektrum da konzentriert und vor allen Dingen auch solche Redirection-Komponenten geschrieben, um beispielsweise Flash
auf der Client-Komponente abzuspielen, statt die eben auf der Server-Komponente zu rendern. Das hat dramatische Effekte auf die Netzwerkbandbreite, die verbraucht wird. Also wir reden da wirklich über Faktor 1000 teilweise, die an weniger Netzwerk gebraucht wird. Also wir haben da Messungen gemacht, das hat uns fast umgehauen, wenn dann auf der einen Seite wirklich fast 100 Megabit verbraucht wurden für eine einzige Session und auf der anderen Seite nur ein paar K. Das war dann schon sehr beeindruckend, was man damit machen kann. Aber auf der anderen Seite, nicht alle Clients unterstützen es. Ja, das muss man da auch wieder im Kopf haben. Das müssen dann die Clients wieder können. Die Überwachung habe ich schon ein bisschen geredet darüber, als ich bei der zentralen Verwaltung was gesagt habe. Da ist der Citrix Director ganz prima. Gibt auch Third-Party-Software dazu. Die Leistung von dem Protokoll, was dahinter liegt, ist bei Microsoft mit RemoteFX sehr, sehr stark geworden. Also gerade wenn es auch mit Windows-Endgeräten spricht, egal welcher Couleur Windows. Und da ist Microsoft inzwischen genauso gut wie Citrix. Es gibt manchmal sogar Szenarien, da sind sie schon besser. Aber Citrix hat halt diesen Vorteil, dass sie wesentlich mehr Plattformen unterstützen und dabei dann Microsoft immer noch hinter sich lassen bei den Nicht-Microsoft-Endgeräten. Das ist also ganz klar zu sehen. Das sieht man also sehr schön, wo die Unterschiede sind. Die eigentliche Technologie, solche gepublishten Anwendungen Seamless Windows zur Verfügung zu stellen, ist fast identisch. Das heißt, da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Darüber muss man es gar nicht mehr unterhalten. Das funktioniert bis zu einer gewissen Grenze einfach. Von daher taucht es bei uns in der Vergleichsliste erst gar nicht mehr auf. Ja, die Kompatibilität der Grafikformate, je nachdem, welche Varianten ich von Citrix installiere im Vergleich dazu, was ich bei Microsoft installiere, kann das sehr unterschiedlich aussehen. Man sieht, dass da Citrix deutlich mehr kann. Das sind Tabellen, die die Hersteller sehr, sehr ungern sehen. Wie man sich vorstellen kann, haben wir da heftigste Diskussionen mit jedem Hersteller, der dann sagt, ja, aber ich kann doch die und die Funktionalität von OpenGL 3.0. Und wir dann immer so, geht alles? Ja, das und das nicht. Also nein, es geht nicht. Erst wenn es vollständig implementiert ist. Also gibt es immer Diskussionen, was dann funktioniert. Wir müssen das alles durchtesten. Wir probieren das wirklich alles aus, um dann zu gucken, was steht in der Spezifikation und was geht am Ende tatsächlich. Die Frage ist, was jetzt das Fazit ist. Ne? Also früher hat man ganz oft ja Vorträge gehabt, oder ich meine, haben wir früher auch mal so präsentiert, wo dann klar ist, in Wirklichkeit braucht man für 90% der Szenarien Citrix und sonst funktioniert es halt nicht. Das ist mittlerweile nicht mehr so einfach. Ne? Das ist so eine ganz wesentliche Sache. Das Entscheidende, was man eigentlich immer betrachten muss, ist, dass es in Wirklichkeit auch gar nicht zwangsläufig eine Entweder-Oder-Diskussion ist. Das heißt, wenn man sich jetzt wirklich mal anguckt, über was wir sprechen und wie Sachen arbeiten, natürlich ist es wichtig, ob auf irgendeinem Endgerät irgendwas funktioniert. Und natürlich ist es wichtig, ob ich einen Client für irgendwas habe oder was für eine Bandbreite ich habe oder so. Aber zum einen muss ich halt immer betrachten, was ist denn überhaupt das Szenario? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich setze gar keine iPads, keine Surfaces, kein gar nichts ein für die meisten meiner Benutzer, sondern die arbeiten halt von ganz normalen, günstigen Desktop-PCs, dann kann unter Umständen halt RemoteFX durchaus ein valides Szenario sein, was gut funktioniert und halt einfach, sagen wir mal salopp, den Citrix-Lizenzteil spart. Es kann andere Szenarien geben, wie gesagt, gerade wenn wir in die großskalierenden Szenarien reingehen, Multimandantenumgebung, da wird es vielleicht nicht reichen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, der eigentliche Knackpunkt, über den wir uns nach wie vor immer noch Gedanken machen müssen, und das kennen tendenziell alle Leute, die sich im Terminal-Server-Umfeld bewegen, das ist die Plattform und das Management der Anwendung an sich. Das ist das, wo eigentlich der große Aufwand reingeht. Welche Anwendung kann ich zusammen installieren? Wie muss ich sie updaten? Wie paketiere ich das Ganze? Wie mache ich und tue ich das? Und wenn man das jetzt so ein bisschen wieder überträgt, kommt man eigentlich auf so ein Bild in diesem Vergleich. Die Zwiebelanalogie. Wir wollen uns den Begriff schützen lassen. Also nicht weiterverwenden. Wir haben sogar auf Deutsch und Englisch. Auf Englisch, ne? Onion Analogy. Ich kann es aussprechen. Ich habe mir immer die Zunge gebrochen dabei. Ich kann mich erinnern. Ja, Onion. Onion ist einfach. So. Was hat das jetzt mit diesem Vergleich zu tun und was hat das mit den Anwendungen zu tun? Naja, eine Zwiebel. Wer hat Shrek gesehen? Shrek, die Sache mit der Zwiebel und dem Esel? Ja, das war so ein bisschen die Idee, die wir bei dem Thema hatten. Ne? In Wirklichkeit sprechen wir halt über unterschiedliche Schichten. Das heißt, wir sprechen im Kern immer über eine Core-Komponente, nämlich das Betriebssystem. Und Stand jetzt ist das Betriebssystem, mit dem wir uns auseinandersetzen, erstmal immer ein Windows. Ich meine, die auf Citrix-Veranstaltungen waren, haben dann mal eine Mac-Implementation gesehen oder auch mal eine Linux-Implementation. Metaframe für Unix ist ja mal ein super erfolgreiches Produkt gewesen. War ein Killer.
ja, als es in der Dingsbums Edition mit drin war. Ne? Da hat es einfach jeder da mitgekauft. Okay. Also das Betriebssystem hat man immer. Und es gibt gewisse Sachen, die im Prinzip als Ring außenrum auch da sind. Ne? Das heißt also sowas wie zum Beispiel, welche APIs können von Anwendungen überhaupt genutzt werden oder was ist mit PowerShell-Funktionalitäten. Aber auch sowas wie, was ist denn mit der Sitzungsverwaltung an sich? Also sprich, können mehrere Benutzer gleichzeitig auf einem System arbeiten? Das ist eine Funktionalität, die aus dem Betriebssystem kommt. Also, da kommen wir, stumpf gesagt, an Microsoft ohnehin nicht dran vorbei. Und das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel RDS-Calls brauchen. Dann gibt es natürlich sowas wie ein Remoting-Protokoll, also RDP oder RemoteFX. Und genauso kann man sagen, dass es halt auf der Ebene Sachen rundherum gibt, die zum Beispiel dann eben einen Xen Desktop oder XenR mitbringt. Natürlich ein eigenes Remoting-Protokoll, also sprich ne, ICA oder HDX. Sowas wie die Site- und Farmverwaltung. Aber dann kommt ein ganz spannendes Thema. Das ist tatsächlich dann nämlich, nennen wir es mal so ein Management-Ring, also zum Beispiel, was ist mit Image- und Anwendungsverwaltung? Also Stichwort Provisioning Services, MCS. Gut, wie die eine Box brauche ich, glaube ich, nicht mehr nennen, aber Cloud-Integration, das, was ich vorhin in dem Screenshot drin hatte, ne? Die Möglichkeit, Desktops oder Worker auf EC2 laufen zu lassen. Oder, ich habe noch irgendwo eine Ding, achso, hier, rollenbasierte Administration, also tatsächlich sagen zu können, meine First-Level-Mitarbeiter haben ein anderes Werkzeug mit anderen Funktionalitäten, genau für ihre Rolle, als das eben unser Second- oder Third-Level-Admin an dieser Stelle hat. Das heißt, das müssen wir uns immer vor Augen halten und nie in so eine, oh, ich mache nur das eine oder nur das andere Diskussion. Die Microsoft-Teile brauche ich auf jeden Fall und muss mich so oder so damit auseinandersetzen. Dann ist halt die Frage, wie hoch ist mein Bedarf genau an dem äußeren Ring? Der äußere Ring ist insofern das, wo man tatsächlich dann die Unterscheidung machen kann. Was bedeutet das jetzt für unseren Vergleich? Zeig's uns. Ich betrachte mir das Bild immer so mit einem gewissen kritischen Auge, weil ich möchte nicht wirklich wissen, was 5 Sekunden danach passiert, nachdem dieses Bild aufgenommen wurde. Das geht so ein bisschen, ja, gerade im amerikanischen Film ist das sehr interessant. Ja, wollen wir gar nicht so genau wissen. Aber wir haben noch was. Ja. Alles das, was wir jetzt verglichen haben, ist in Wirklichkeit oldschool. Also sind vielleicht aktuelle Produkte, da ist auch irgendwas angekündigt und so. Aber in Wirklichkeit ist es oldschool. Eigentlich macht man das heute gar nicht mehr so, sondern eigentlich macht man das ganze coole, neue Zeug und sieht sich auf einmal auch mit ganz anderen Playern im Markt konfrontiert. Ich hatte vorhin ja schon mal das böse V-Wort gesagt. Das heißt also, wir haben natürlich eine Citrix und eine Microsoft, wir haben in irgendeiner Form VMware, die in diesem ganzen Anwendungsbereitstellungsmarkt mitspielt. Und das große Schlagwort, was dahinter steckt, ist genau dieses Thema Desktop as a Service. Also sprich, Desktops komplett als Dienst zum Beispiel aus der Cloud oder aus einem Rechenzentrum heraus anbieten zu können. Aber spannenderweise haben wir zum Beispiel auch eine Amazon, die in diesem ganzen Bereich jetzt mitspielt. Oder wir haben eine Google, die in diesem ganzen Bereich mitspielt und natürlich mit anderen, mit neueren Konzepten in so einen Markt reindrückt und durchaus vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr in so einen Vergleich 1:1 mit reingehören. Die Frage ist, was machen denn unsere bisherigen Anbieter? Also zum einen, wo bewegen wir uns überhaupt im Schnittstellenbereich? Also wo gibt es potenzielle Konflikte? Und was machen unsere Anbieter? Und was man sagen kann, Microsoft zum Beispiel hat einmal dieses große Schlagwort Cloud OS, was natürlich genau auf dieses Thema abzielt. Hey, wie positionieren wir uns gegen eine Google zum Beispiel ganz extrem? Windows Azure ist ein großes Thema, oder Microsoft Azure heißt es ja jetzt, Office 365. Im Google-Umfeld haben wir sowas wie Chrome OS und Google Apps. Was hat das denn mit Terminal-Server-Technologien zu tun? Nullo. Hat mit Terminal-Server-Technologien gar nichts zu tun. Hat aber damit zu tun, wie stelle ich einen Arbeitsplatz an einen Benutzer zur Verfügung, auf dem sogar Anwendungen drauf sind, ohne sie vielleicht vorher installiert haben zu müssen. Oder unabhängig davon, was das jeweilige Endgerät ist. Ja, was wir hier noch hinzufügen sollen, ist Chromebook. In Kombination mit HTML5, was von Citrix angeboten wird, kann man gesamte Desktops jetzt auf einmal auf Chromebooks abbilden, was gerade in den USA in Schulen extremen Zulauf kriegt, weil die Chromebooks sind so billig, dass man sie im Prinzip konkurrenzlos da einsetzen kann. Genau. VMware mit Cloud Foundry und Desktone natürlich ganz groß im Gespräch. Amazon finde ich interessant mit Amazon Workspaces, also tatsächlich Terminal-Server-Technologie.
wenn man so will, VDI-Desktops basierend auf Serverbetriebssystemen und auch hier tatsächlich mit Client-Komponenten, also alles, was jetzt irgendwie Kindle oder Fire-Technologien sind. Ich muss die Uhr ein bisschen im Blick behalten. Wir haben später angefangen, ne, wegen Technik und so, deswegen dürfen wir ein bisschen länger machen. Und Citrix, wenn wir darauf hinauskommen, das ganze Thema Workspace Services und alles, was damit dranhängt. Wer weiß, was Workspace Services ist? Okay, Workspace Services, Marketingfolie, das ist es. Wer erklärt mir kurz die Folie? Wir haben noch keine Zeit. Nein, ich erkläre sie gerade selber. So. Workspace Services, im Prinzip ist das eine neue Art und Weise, wie das Management, also genau dieser äußere Ring perspektivisch abgebildet werden soll. Es gibt nämlich einmal das Thema Controller Backplane, also das, was unsere Delivery Controller angeht, also ne, Delivery Controller und das Management mit allem drum und dran. Es gibt das Thema Worker-Infrastruktur, worauf laufen unsere Maschinen, auf die die Benutzer nachher verbunden werden sollen. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wer ist für welches Element verantwortlich und wie integriert sich das Ganze ineinander. Controller Backplane, super interessant, insofern ne, wieder dieses Rocky-Bild passt da recht gut. Die Controller Backplane von Workspace Services ist Azure-basiert. Das heißt, es ist ein fest implementierter Dienst auf Windows Azure, über den ich dann hinterher meine Desktop-Infrastruktur managen können soll. Das heißt also Datenbankdienste, die ganze Cloud Application Layer, Authentifizierungsservices und Azure kann mit Gott und der Welt authentifizieren, Stand heute schon. Das wird dafür genutzt. Wenn es um die Worker-Infrastruktur geht wiederum, da hat Citrix sich überlegt, dass es sinnvoll ist, offener an die Sache ranzugehen. Also natürlich soll Azure folgen, aber genauso EC2 oder eben irgendwelche anderen Infrastructure-as-a-Service-Anbieter, die ich damit reinhole. Es könnte ein normaler Service-Provider sein oder ich könnte die Desktops oder Terminal-Server sogar bei mir selber im Rechenzentrum betreiben. Das heißt, das, wo tatsächlich dann hinterher die Arbeitslast drauf passiert, kann unabhängig von der Anbieterlokation betrachtet werden. Verantwortlichkeit dementsprechend teilt sich auch auf zwischen Service-Provider und Firmenadministratoren. Das heißt, so Themen wie Anwendungsverwaltung, Persona- oder Profilverwaltung, Benutzersupport, das sind alles Themen, je nachdem, wo dann tatsächlich meine Worker-Infrastruktur läuft, können unterschiedliche Personen dafür zuständig sein. Wir sprechen also nicht über einen reinen Cloud-Service, sondern tatsächlich über eine Kombination oder über ein Hybrid-Szenario. Und spannend die Frage, und das ist auch bis heute noch nicht beantwortet, reden wir halt nur über Desktops oder nur über Published Applications, oder reden wir auch darüber, tatsächlich irgendwann sowas wie Benutzereinrichtungen, Instant Messaging, also Sprichwort Office 365 und so weiter und so fort, in dieses Thema mit reinzukriegen. So, jetzt habe ich viel zu lange geredet wahrscheinlich. Ne? Jetzt habe ich dann irgendwie 13 Sekunden noch für das, was dann Microsoft dagegen setzt, weil die setzen Azure dagegen und haben jetzt dieses Remote App auf Azure angeboten. Und zwar einmal, dass ich hingehen kann und direkt zu Azure gehe, mir dann eben diese Remote-App als Dienst hole und dann sind schon vorinstallierte Anwendungen darauf, inklusive Office. Das macht Microsoft sehr geschickt. Die bündeln im Moment alles mit Office und das macht es natürlich sehr attraktiv. Man geht hin und holt sich dieses Abonnement von eben diesen veröffentlichten Anwendungen, wo eben schon vorinstalliert auf der Microsoft-Infrastruktur komplett das Office liegt. Man kann dann das Outlook so konfigurieren, dass man dann quasi diesen E-Mail-Reader nutzen kann aus der Cloud, aber mit seinen eigenen E-Mail-Konten verbunden. Das ist also sehr faszinierend. Man hat aber eine weitere Möglichkeit, dass man eigene Images baut und die wiederum hochlädt in Azure und dann auch nutzen kann. Da kann man dann seine eigenen Anwendungen installieren. Inzwischen gibt es ein weiteres, ein hybrides Modell. Da kann man quasi die Maschine in Azure erzeugen. Das heißt, das Template des Betriebssystems ist schon da und dann kann man eigene Anwendungen da einbinden. Das ist also der nächste Schritt. Da wird Microsoft versuchen, einen Schritt nach den anderen zu gehen. Ja, das ist in der Azure-Oberfläche, zeigt sich das so. Also man sieht hier auch diese ganzen gepublishten Anwendungen, die veröffentlichten Anwendungen. Und da gibt es aber einen eigenen Client dafür. Da hat also Microsoft nicht den Standard-RDP-Client genommen, sondern tatsächlich so einen Remote-App-Client genommen. In dem Moment bin ich jetzt hier auf der Windows-Plattform angemeldet. Aber das gibt es eben auch für diese anderen Plattformen. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich gerne ein Beispiel zeigen, wo die Sache auch schief gehen kann. Das heißt, ich habe hier eine Testumgebung laufen, da ist ein Windows 8.1 drauf, da ist ein Domäne-Controller, eben ein Remote Desktop Session Host Server mit gepublishten Anwendungen drauf. Wenn ich mir das so angucke, dann habe ich jetzt hier den Blick auf den Domäne-Controller,
hier ist mein RDSH-Server. Wenn ich da gucke, sind die Anwendungen dort veröffentlicht. Und hier drüben gucke ich jetzt nach, wie sieht es denn auf meiner Maschine aus? Update Spyware Protection, ja, unbedingt jetzt. Das heißt also, ich mache hier gerade einen Refresh, weil ich möchte da natürlich auch eine der Anwendungen starten. Jetzt probieren wir mal, ob das auch direkt funktioniert. Man sieht ja hier, welche ich hier drauf veröffentlicht habe. Es gibt hier eine sehr interessante. Wenn ich die loslaufen lasse, das ist eine Anwendung, die keinen normalen Desktop, kein normales Window darstellt, also nicht rechteckig, sondern da sieht man so durchsichtige Elemente. Aber das wird tatsächlich unterstützt. Das funktioniert ganz hervorragend. Ich habe eine andere, die ist eine System Tray Anwendung. Ja, die taucht dann hier unten in diesem System Tray auf. Und wenn ich den dann rechtsklicke und About sage, dann funktioniert das so. Das heißt also eine veröffentlichte Anwendung, die gar kein eigenes Fenster hat. Aber ich habe jetzt hier eine, Paint.net. Wenn ich die wiederum starte, da passieren sehr lustige Dinge. Z-Order, habe ich ja gerade vorhin gesagt. Man sieht, ich ziehe jetzt das hier durch die Gegend, aber eine von den Dialogboxen geht irgendwie nicht mit. Und die hier verhält sich auch ein bisschen komisch. Man sieht, manchmal geht sie in den Vordergrund und manchmal so. Und ich meine, Paint.net ist jetzt keine extrem ungewöhnliche Anwendung. Aber da sieht man, die Implementierung ist nicht richtig, also für diese Anwendung funktioniert die Implementierung von Remote App nicht sauber. Und das ist so ein großes Problem. Auch so dieses Anbinden von lokalen Filesystemen und eben den entfernten Filesystemen. Man kommt ohne weiteres nicht auf seine C- oder D-Platte, die lokal ist, sondern verweist ja erstmal auf die Serverplatte. Und das verwirrt die Benutzer erstmal. Deswegen ist die Akzeptanz geringer, als es zu erwarten wäre. Es gibt also diese kleinen Nickeligkeiten, die eben nicht so sauber funktionieren. Und da ist die Hoffnung, dass das eben auf Dauer verbessert wird. Und speziell nachdem jetzt Microsoft eben gerade Azure Remote App als strategische Lösung gesehen hat und es unbedingt unters Volk bringen möchte, hoffen wir, dass das immer besser integriert wird, damit wir das wirklich auf allen möglichen Plattformen dann haben. Und damit sind wir am Ende. Und ich hoffe, das hat so ein bisschen einen Einblick gegeben, was da im Moment technisch möglich ist. Also das Management ist das Problem und nicht die eigentliche Technologie, bis auf kleine Ausnahmen, wo ich gerade eben eine gezeigt habe. Wenn es noch Fragen gibt, wir sind noch hier den ganzen Tag da. Und wenn es irgendwie direkte Anfragen an uns gibt, hallo, dann einfach eine E-Mail an uns mit der Kennung SIM und dann gibt es Informationen. Okay, vielen Dank.